Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge hier auf der Marsch. Wir werden jetzt erst zwei ins Lager fahren und dann werden wir einen Kurs einfahren für Stroh Richtung gleich Pelletsfabrik. Da bietet sich an. Die Mähproduktion läuft hier erstmal, von daher ist keine Grund zur Panik. Heute Nacht, ja morgen, dann denke ich mal, dass wir mit Holz irgendwann anfangen werden. Zumindest so viel, dass wir ein bisschen produzieren können. Ne? Zu wandern, nicht im Winter, ne? Vielleicht noch ein paar Tage im Frühling. Aber dann Sommer, wenn die Ernte beginnt, ist vorbei. Ich meine, die Aussaat, Hopfen geht ja automatisch. Hier müssen wir sehen, vom Stroh, dass wir da jetzt einen Punkt haben, den wir nehmen können, ne? So. Und wir müssen sehen, von diesem Kurs, den wir jetzt hier haben, dass wir eine Abzeigung machen. Dann muss ich mir jetzt mal gucken, wo der Kurs ist. So, der ist da. Dann nehmen wir von diesem Pfeil aus weg. Und dann fahren wir zur Straße hin, ne? Nein, nicht von denen. Da haben wir genug Platz. Naja, auf eine Aufzeichnung. Wir sind so in der Mittelstelle, damit wir sehen können. Das. Blauer Licht, Strich. Ja, rückwärts können wir fahren, achso, ungünstig. Kriegen wir einen blauen hin? Das gibt's doch gar nicht. Will ich gar nicht haben, will ihn weg haben. Da habe ich jetzt mit blauen gekommen, verstehe ich nicht ganz, aber gut, okay. Will ich jetzt zum Dings fahren, das heißt. Na, wir können schon da fahren, ne? So. So ungefähr. Dann wissen wir ja noch. Das verstehe ich jetzt nicht. Wieso kriegt ihr jetzt einen blauen Strich hin? Würde es mich jetzt ärgern. Gut, dann machen wir anders. Wir fahren jetzt mal eine Ehrenrunde. Beziehungsweise wir werden mal den grünen Strich direkt folgen. Ne? Wenn man so rumkommt, wie das will. Meistens machen sie nicht das, was ich will. So. Jetzt sind wir ein bisschen besser auf der Spur. In Anführungszeichen. So, ab diesem Pfeil. Na, wer sagt's denn? So, jetzt fahren wir Richtung Ladepunkt für Stroh. Das ist der hintere. Und dann fahren wir Richtung. Also, wir nehmen einmal Stroh auf. Mal ganz kurz. Leiderweise weit weg. Dann machen wir ganz kurz. Aufnahmeende. Und wir gehen mal ein bisschen zurück. So, neue Aufnahmemodus und dicht dran, ne? Und zwar so dicht dran, dass wir auch sehen können. Das ist, muss ich näher ein bisschen verschieben, die Punkte, das geht kein Problem. Das ist ein bisschen, ist weit weg. Gut, es geht dran. Die Punkte kann man ein bisschen verschieben, da geht doch jeder eine Punkt. Ich sag mal so, der eine Punkt, ne? Zeigt er immer so, dass der Punkt nach da geht und der nach da ein bisschen verschoben, das geht schon. Ich will also nicht normal ranfahren. So, und dann fahren wir jetzt zur Straße, da müssen wir anschließen.
Mal schauen, ob wir den besten hinkriegen. Also, ne? Vom Hof weg. Entschuldigung, dass ich nicht so viel Umwege fährt, ne? Da hatte ich in der ganzen Folge den Tank fast laufen lassen und den Tank fast leer. Macht nichts. Können wir aber gelegentlich mal tanken. So, das fahren wir mal. Möglichst. Weit genug von der Halle weg, ne? Dass man nirgendwo gegenfahren kann. Das ist auch nur, wenn man LKW fahren könnte, ne? So, jetzt haben wir hier die Hauptstraße. Hier wird dunkel. So, und hier wollen wir anschließen. Das heißt, nach rechts. Nach links könnte man auch anschließen. Kein Problem, aber... Ein weiter. So. Angeschlossen. Jetzt fahren wir Richtung Pelletsfabrik. Und da müssen wir die Abladestation auch anschließen. Sonst findet er ja nicht hin, ne? Ich habe nun keinen Punkt angezeichnet. Gut, okay, nicht schlimm. Machen wir nachher. Weil die Kurse sind ja vorhanden, die brauchen wir nicht erneuern, ne? Danke, Holger. Grüße gehen raus. Er hat ja wie ein Lineal gezogen, die Striche, die Kurse. Und natürlich hier, wo es fällt, ist ungünstig, ne? Aber ich müsste die Kurse eigentlich löschen. So, jetzt kommen wir hier in Pontoli, hier sind die Anrichtungen. Das heißt, von hier können wir nicht ranfahren. Die müssen dann von da vorne irgendwie kommen. Weil die müssen schon in Fallrichtung fahren, ne? Sonst haben wir ein Problem. Das heißt, die müssen wir drehen. Auch er hat hier bis noch einmal Straßenstil gemacht. Macht Sinn, wenn die Straßen zu eng sind. Ne? So, wir sind jetzt hier. Richtig. Das heißt, von hier, wenn wir beginnen, auf der Seite richtig an. Losfahren sollte er nicht. Ja. Und wieder verkehrt. Hellblau und. Kein Problem. Ab. Nee. Zurück. Löschen. Rückwärts fahren macht dann keinen Sinn, ne? Da kommt meistens so eine Tacken, ne? Was hab ich da wieder eingestellt? Nicht verkehrten löschen, das ist ganz wichtig. Löschen. Normal. Mal gucken, rechts, das ist nicht zu sehen, ne? Gut, dann machen wir so. Muss ja auch funktionieren, ne? Normalerweise. Also wenn ihr einen Tipp habt, ist er dankbar. So. Na, jetzt klappt das wenigstens. Auf jeden Fall. So, hier kippen wir jetzt ab. So. So, schon mal richtig. Das ist ein Krampf. Na gut, ich mache nicht so oft. Von daher, wenn es klappt, ist gut. Wenn nicht, na gut, dann muss ich mir doch ohne auskommen. Ne? Aber irgendwie muss ja irgendwie klappen. Ne? So, jetzt kommen wir hier wieder ran an dem Grünen.
So, wird ja eine richtige Fahrrichtung haben, ne? So, das hat schon mal geklappt. Jetzt fahren wir ganz kurz zurück und machen den Punkt für Entladen und Beladen. Also Beladen haben wir noch rum am besten vorbei. Also alles voll gebaut hier. Und dunkel ist auch noch. Dann fahren wir den Händler. Würde wieder den Punkt zum Vergessen. Zum Abkippen hätte ich auch noch machen müssen. Haltepunkt. Und dann brauche ich einen Ordner. Irgendwann mal. Und es ist bald zu viel. Mal angucken, wie es aussieht. Dann ist es dunkel wäre. Ich wollte eigentlich dunkel nicht spielen. Aber den Punkt mache ich jetzt noch fertig. Oh, das ist nicht gut hier. Der ist nicht angeschlossen. Der Bruder. Warum nicht? So. Das heißt, es wird wieder kompliziert. Also der Punkt. Nach da. Ich glaube, da wollen wir so machen. Blau. Blau. An. Grün. Müsste passen. Ein bisschen probieren. Ist verbunden. Das ist auch ein Ding mit dem. Ja, gut. Hauptsache das klappt auch. Da hat vorne schön geklappt mit dem Stroh, mit dem Dings da. Mit dem Weizen. Der nächsten, ne? Gut. Abladen. Das ist garantiert für Hegelfing. Da stand doch hier irgendwo. Pellets. Fabrik. Kriegst du da hin. Aber ohne C. Erstellen. Jetzt haben wir noch zum globalen Markt und erstellen da den Punkt Beladen, Stroh oder so, ne, in der Richtung. So. Machen wir auch noch fix. Dann können wir alles auch mal deaktivieren. Ein bisschen störend, ne? Finde ich jedenfalls. So, erstellen wir auch noch und dann wir morgen mal eine Proberunde fahren am Hellen, ne? Dann gehe ich gleich ins Bett. Morgen brauchen wir keine Tiere füttern, weil dann reicht ja zwei Tage aus. Irgendwie ist jetzt, müsste er jetzt hier anfahren. Kommt er hier so rein, fährt über den Dings drüber. Na, das geht ausnahmsweise. Besser wäre links, aber links abbiegen wird schwierig, glaube ich. So. Also schon den Punkt nehmen mit Stroh, weil ich dann weiß, ach, das ist der hintere Punkt, ne? Und hier wollte ich ja was verschieben.
Ja, das ist hier verkehrt. So. Und zwar den bisschen rein. Den bisschen raus. So. Sieht gut aus, denke ich mal. Wenn es klappt, ist perfekt. Wenn nicht, müssen wir nur probieren, ne? Und neu hinstellen. So, da stehen wir. So mittig ungefähr anfangs, ja. Dann machen wir hier Punkt. Beladen. Nehmen wir abkürzen mal ab, globaler Markt, GL Markt, dann machen wir Großschrift, ausnahmsweise, globaler Markt, GL, das machen wir wieder klein, Stroh, und Hack. Schnitzel. Passt, na, passt nicht ganz rein. Okay. So. Das geht ganz gut. Und entladen. Schnee wäre blöd, ne? Da ist Stroh. So, Zuschauer, das soll es auf heute gewesen sein. Nächste Folge, wenn wir einmal Pro heute machen. Ja, dann haben wir schon mal fast die Woche rumgeschafft, ne? Ja. Wie gesagt, kurze Werbung in eigener Sache. Heute Abend ist Livestream, wenn es Freitag ist. Wenn nicht Freitag ist, ist kein heute Abend, ne? Könnte sein, dass ich mich auch wieder irre, aber es kann natürlich sein, dass es heute Freitag ist, wenn die Aufnahme läuft. Sag mal tschüss, ciao, ciao und schönen Dank fürs Reinschauen. Bis, ja, morgen geht es weiter hier in der, auf der Marsch mit, also Probelauf, ob das einmal klappt. Ansonsten lässt er allein fahren in Zukunft. Mal tschüss und winke, winke. Bis dann, ciao, ciao. Ciao.